Meinung zum Haptik-Video? Schwierig, Digga. Ich verstehe seinen Unmut, aber nur weil halt sowas wie Pool-Streams existieren, muss man halt jetzt Twitch nicht so komplett schlecht reden und so, ne? Ja. Sich gebannt werden auf Twitch fühlt sich nie gut an. Und klar ist es auch für Twitch schwierig zu unterscheiden, wer meint welche Beleidigung wie. Im Endeffekt hat er gegen den, ja, gegen die Richtlinien verstoßen, indem er das reingeschrieben hat, ne, mit den Türken. Und dafür wurde er halt gebannt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du selber schwarz bist und dann zu dem Kollegen aber so auf Ernst schreibst, ja, N-Bombe und so. Weiß ich auch nicht, wie da reagiert wird, ne? Ob ich auf YouTube wechseln würde, ich glaube nicht, Bruder. Dafür liebe ich den Twitch-Chat und die Twitch-Vibes zu sehr. Hast du dieses Nachrichten-Hervorheben-Feature von Twitch gesehen? Ja, Bruder, völliger Schwachsinn. Na, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, Chat, gestern kam irgendwie so was Neues rein. Ich weiß nicht, ob das der Streamer anstellen muss überhaupt. Aber da kann man einfach Nachrichten hervorheben für viel Geld. Und wenn ich viel Geld sage, meine ich viel Geld, Digga. Zeig's euch mal. 6 Euro für 30 Sekunden finde ich ja noch irgendwo okay, Digga. 12 Euro fürs Doppelte, okay, Digga. Aber, Digga, für 2,5 Minuten 120 Euro? Was zur Hölle, Digga? Was soll die Scheiße? Vor allem, das ist, ich verstehe das gar nicht, Digga. 2 Minuten auf 2,5 Minuten. Damit versucht halt Twitch jetzt nochmal ein paar Moneten mitzunehmen, ne, Chat? Also, geht das schon bei mir oder muss ich das erst aktivieren? Weil ich lasse das definitiv aus, Digga. Imagine, man benutzt das. Echt, das geht schon? Also, ich glaube, es wird mir sowieso bei Chatterino nicht angeschaut, Chat. Ich habe ja hier meinen Chat so offen und nicht hier. Weil ich glaube, ich sehe das bei Chatterino gar nicht. Deshalb benutzt das nicht. Hat gerade einer gehabt? Echt? Wie gesagt, ich sehe das nicht in Chatterino. Das bringt gar nichts, Chat. Macht das nicht. Verschwendetes Geld. Retalk. Lieber Subs verschenken. Also, ich würde es Retalk einmal kurz sehen gerne. Vielleicht kann einer das ganz kurz machen für die 30 Sekunden oder so. Damit ich das mal sehen kann, wie das aussieht. Ich habe es noch nie gesehen. Aber jetzt nicht hier, keine Ahnung wie viele. Was ist denn eigentlich, wenn das mehrere dann machen? Was passiert dann? Eine Nachricht wurde hervorgehoben. War das das? Hä? Ich verstehe das nicht. Aber das ist doch jetzt wieder weg, oder, Chat? Axo, guck mal, was bei dir steht, Bruder. Du bist richtig, die Nase hat dich richtig auf den Kieker, Digga. Möglicherweise Nutzer, der eine Sperre umgeht. Unter Beobachtung. Axo, Digga. Die haben dich voll im Auge, Mann. Axo, pass auf, Digga. Die haben dich. Jo, das habe ich auch noch nie gesehen, Mann. What the fuck? Also jetzt ernsthaft, hat der, Chat, hat der gerade 6 Euro rausgehauen und dann war die Nachricht ganz kurz im Chat vorgehoben. Das, was eigentlich mit Channel Points auch geht, aber die Nachricht ist nach oben gerutscht und war weg. Oder? Die war doch gleich wieder weg, die Nachricht. Hä? Was hat das dann gebracht? Ich hab's nicht mal gesehen, Digga. Ach, da unten ist es. Da unten. Guck doch jetzt mal hier. Für 30 Sekunden hervorgehoben. Digga, das ist ja voll hässlich. Melden. Bro, was ist das denn für ein Scheiß? 6 Eugen. Oh. Omega Lull wurde getimert, weil ich keck geschrieben habe. Bro, ist das eine Schmutzkacke. Und hier sehe ich es nicht mal in dem Dashboard. Ich sehe es einfach in dem Dashboard nicht. Dann, das bringt halt gar nichts, weil es der Streamer nicht sieht. Chat, es bringt gar nichts. Kein Streamer auf der Welt hat so seinen eigenen Stream offen. So, niemand. Jeder hat entweder Dashboard offen oder in OBS, Streamlabs, den Chat offen oder so wie ich jetzt hier, Chatterino offen. Digga, niemand hat doch so seinen eigenen Stream offen und sieht das dann da. Ja, minus 6 Euro. Perfekt, Jungs.